Hallo, guten Morgen, Grade 5. Grade 5, wir sprechen heute über Verb mögen. Verb mögen. Was bedeutet mögen auf Englisch? Bedeutet to like. Zum Beispiel, ich mag Pizza. Auf Englisch, I like Pizza. Oder, die meisten Jungs mögen Fußball. Auf Englisch, most boys like football. Okay? So, Verb mögen bedeutet to like auf Englisch. Die Verbkonjugation. Ich mag. Du magest. Es und sie mag. Wir, sie und sie mögen. Ihr mögt. Noch einmal. Ich mag. Du magest. Es und sie mag. Wir, sie und sie mögen. Ihr mögt. Okay, wir haben eine Übung. Wähle aus. Nummer 1. Ich mag oder mög Spaghetti. Mag oder mög gehört 5. Ja, ich mag. 2. Wer magest oder mögen Nudeln und Pizza? Ja, sehr gut, Grade 5. Wir mögen. Nummer 3. Olaf mag oder mag Hamburger? Olaf mag. Nummer 4. Steffi und Tanja mögt oder mögen Käse. Steffi und Tanja. Zwei Personen bedeuten gleich sie. Ja, Steffi und Tanja mögen Käse. Ihr magest oder mögt Toast mit Butter. Ja, mögt. Mag oder magest du Fisch? Ja, Fisch. Mög, mag ich sehr. Zuerst, es gibt ja du, so, magest du Fisch? Ja, Fisch. Mög oder mag ich sehr? Ja, mag ich sehr. Okay? Okay, Grade 5. Ich schlagte bitte Seite 1 und 3, erachte sich im Arbeitsbuch auf. Seite 1 und 80. Im Arbeitsbuch, okay, Grade 5. Mögen und essen, ergänze die passende Form. Nummer 1, zum Frühstück, ich immer ein Croissant. Benutze hier Verb essen, Konjugat Verb essen mit ich. Zum Frühstück, esse ich immer ein Croissant. Nummer 2, was? Du zum Mittag. Verb essen auch. Was isst du zum Mittag? Nummer 3, du Fisch. Ja, Fisch. Ich sehr. Benutze hier Verb mögen. Ja, sehr gut. Grade 5. Magst du Fisch? Ja, Fisch mag ich sehr. Nummer 4. Tim hat keinen Hunger. Er, nichts. Verb essen. Er, Konjugat Verb essen mit er. So, er isst nichts. Was die Schüler in die Pause, in der Pause? Was essen die Schüler in der Pause? Die Kinder Gemüse? Nein, die Kinder kein Gemüse. Benutze Verb mögen. Mögen die Kinder Gemüse? Nein, die Kinder ja mögen kein Gemüse. Okay, Grade 5, versteht das? Okay, Grade 5, das ist alles für heute. Dankeschön für Ihnen
Und schreibt das in eure Hälfte, Kabibuk, okay? Dankeschön.